Mein Name ist Michael Roski, ich arbeite bei der Class Service & Parts GmbH und bin dort für Motoren, Motorentechnik verantwortlich. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit Filtration in unseren Fahrzeugen, das ist ein sehr großes Thema. Uns ist über die Jahre aufgefallen, dass man die Labortests, die üblicherweise gemacht werden, nicht zwangsläufig so eins zu eins aufs Feld übertragen kann. Das heißt, bei uns entstand die Idee, unsere Filter im Feld zu testen, sprich während der Erntezeit. Wir haben dort ein Auswahlverfahren gemacht, um es mit einem externen Dienstleister durchzuführen, diese Tests. Sind da auf die Deuler Schleswig-Holstein in Vertretung mit Herrn Hermann Thomsen gekommen. Und Herr Thomsen, was waren denn so Ihre Herausforderungen bei der letzten Testreihe? Ja, die Herausforderungen sind natürlich, verlässliche Daten zu messen, zu erzeugen, die dann auch statistisch verlässliche Aussagen geben. Und wie macht man sowas? Dafür haben wir uns dann nach unseren Vorgaben Messtechnik bauen lassen. Und die Herausforderung ist dann einfach, da zwei Maschinen laufen, gleiche Einsatzbedingungen zu schaffen, dass wirklich beide Maschinen die beiden gleichen Leistungen gefahren haben. Und dann das Ganze nachher verlässlich auszuwerten. So, über eine Häckselsaison haben wir pro Maschine 5,5 Millionen Datensätze erzeugt. Und dann ist natürlich die Kunst, diese Datensätze vernünftig zu lesen, zu interpretieren, damit die Ergebnisse passen. Wir haben in diesem Jahr hier sehr unterschiedliche Maisbestände, bedingt durch die Witterung. Das, was wir hier jetzt sehen, ist vom Ertrag her in Ordnung, der passt. Was dieses Jahr positiv ist, sind die trockenen Bedingungen. Das Fahren geht ohne Schäden auf den Feldern zu hinterlassen, Straßen bleiben sauber und das macht die ganze Maisernte schnell. Wir haben jetzt den 11. Oktober und haben noch 3 Tage zu häckseln. Wir sind eigentlich 14 Tage, 3 Wochen früher fertig wie normal für diese Region. Die Auswahl der Betriebe, wo solche Feldtests laufen können, die sind natürlich immer sehr, sehr schwierig. Und wir sind hier auf dieses Unternehmen gekommen, weil hier die Maschinen in etwa 1000 Betriebsstunden im Jahr arbeiten müssen. Und wenn ich das auf Deutschland mal so übertrage, dann findet man nicht viele Betriebe, die diese hohen Auslastungen pro Jahr und Maschine dann tatsächlich fahren. Bei diesen Messungen ist dann die zweite Frage oder eigentlich dann aus ökonomischer Sicht die entscheidende Frage, wenn wir einen Motor betreiben, der Luftfilter sich verändert, welche Auswirkungen hat das auf den Kraftstoffverbrauch? Und hier an der Stelle messen wir mit einem geeigneten Messgerät den absoluten Kraftstoffverbrauch der Maschine im Sekundentakt. Und das können wir dann absolut auf die Gesamtmenge hochrechnen. Und damit kann man letztendlich sagen, hat jetzt ein Filterelement Einfluss? Wenn ja, wie groß ist der Unterschied bei diesen Messungen? Man sieht hier im Grunde den Anschluss der Motorbremse. Wir können hier als Dauerlast können wir hier bis zu 1000 kW festhalten und liegen jetzt hier bei 420, 30 kW, was dieser Motor an Leistung bringt. Und dementsprechend ist es dann machbar, auch einen Praxiseinsatz zu simulieren, was diese Maschine dann filtertechnisch dort machen muss. Das, was ich eben an Sensorik erklärt habe, fließt dann alles hier in der sogenannten Messbox zusammen. In dieser Messbox werden diese Daten auf einer SD-Karte gespeichert und wir haben die Anlage so eingestellt, dass wir im Sekundentakt aufzeichnen. Und dann entspricht die Datensatzmenge so einer Maschine aus der abgelaufenen Saison in etwa 5,5 Millionen Datensätze, die dann auszuwerten sind.